Hey und herzlich willkommen. Ich will euch heute zeigen, wie ihr HLG-3-Footage eurer Sony Alpha 7 III in einem Standard-Farbraum bearbeitet. Also nicht in der HDR-Mediathek, sondern in einem Standard-Farbraum. Los geht's. Warum sollte ich überhaupt HDR-Material mit meiner Sony Alpha 7 III aufnehmen? Weil HLG-3 das beste Fotoprofil ist. Jared Undan hat dazu ein super Video gemacht, ich verlinke es oben, unten, überall. Der geht sehr spezifisch darauf ein, warum HLG3 dieses Fotoprofil ihm so gut ist. Runtergebrochen folgendes: Wenn ihr ein S-Log3, S-Log2 Material macht, dann müsst ihr einen höheren ISO benutzen. Also der Mindest-ISO beträgt 800. Jetzt wisst ihr, je mehr ISO, desto mehr Rauschen habt ihr. Das habt ihr bei dem HLG3 Fotoprofil nicht, da könnt ihr ein ISO von 125 benutzen, was dazu führt, dass ihr weniger Rauschen im Bild habt. Der zweite große Punkt: HLG3 ist sehr viel einfacher zu belichten. Und zwar bei S-Log3 müsst ihr immer überbelichten, und zwar deutlich. Dann am Ende zieht ihr das runter und ihr habt ein Bild, was angemessen ist, aber es ist sehr viel schwieriger, die richtige Belichtung zu finden. Das ist bei HLG3 nicht der Fall. Ihr könnt einfach auf 0 oder 1 Stop irgendwie drüber, das ist alles super. Also ihr müsst nicht irgendwie 5, 6 Stops überbelichten, um dann ein gutes Bild zu bekommen wie bei S-Log3. Falls ihr noch nie in einem HDR-Fotoprofil aufgenommen habt, ganz kurz meine Einstellung, die ich nutze. Fotoprofil ist PP10, da kommt ihr drauf. Dann bei Gamma HLG3, den Farbmodus stellt ihr auf BT2020 und die Details macht ihr auf -7, weil Details, die Kamera, also Schärfe, die Kamera erstellt, ist meistens nicht ganz so schön. So, das sind meine Einstellungen und das ist mein Material, was ich schieße. Und jetzt gucken wir in Final Cut Pro X. Weiter geht's. So, ich bin jetzt hier in Final Cut und ich habe eine Standard-Mediathek geöffnet. Das ist keine HDR-Mediathek, wie ihr hier seht. Hier könnte ich ändern, hier könnte ich auf Ändern gehen und könnte sagen, breiter Gamut HDR, okay, ich will in HDR bearbeiten. Warum sollte man das nicht machen? Man sollte das nicht machen, weil die Bildschirme meistens überhaupt nicht geeignet sind, um HDR richtig Color zu graden. Man kann das machen, aber man weiß nie so genau, was kommt raus. Außerdem, wenn man HDR-Material wirklich dann rausrechnet, bei YouTube hochlädt, dann wird das oft umgewandelt in ein kleineren Farbraum. Also man hat nicht die Kontrolle über sein Material. Deswegen würde ich empfehlen, in einem ganz normalen Standard Rec 709 Farbraum zu arbeiten. Und das ist genau das Ding. Das habe ich lange Zeit falsch gemacht übrigens. Also ich habe sehr, sehr lange in HDR gecolorgradet und hatte eigentlich gar keine Kontrolle über das Material am Ende. So, wie mache ich das jetzt? Also, wir sind in dieser ganz normalen Mediathek. Ich habe hier einmal ein Projekt erstellt, HLG Rec 709. So, ich habe Test-Footage schon mal reinkopiert. Das ist jetzt genau mit den Einstellungen aufgenommen. Wenn ich das jetzt reinziehe in die Timeline, dann passiert Folgendes. Okay, ich will ein HDR-Clip zu einem SDR-Projekt hinzufügen. So. Ich mache mal auf OK. Sieht nicht schön aus, ne? Es sieht nicht schön aus. Sieht nicht so aus, als würde ich hier drüber gehen. Hier sieht es ziemlich toll aus, das Material. Aber hier, nee, das ist nix. Was machen wir? Wir machen Folgendes. Wir nutzen einmal hier dieses Informationsfeld hier oben. Und da ist ganz wichtig, dass ihr hier auf Einstellungen geht. Sonst kriegt ihr das, was wir jetzt verändern, vielleicht nicht angezeigt. Also geht auf Einstellungen. Und dann hier auf Farbraum überschreiben. So, hier wählen wir Rec 709, Standard Farbraum. So, jetzt sehen wir, okay, jetzt ist dieses überbelichtete, dieses krasse Licht ist jetzt erstmal weg. Aber es sieht auch noch nicht ganz so schön aus. Was wir jetzt machen, ist Folgendes. Ich habe ein Kamera-LUT. Und zwar ist es ein sehr spezielles, das Leaming-LUT Athena. Es sorgt dafür, dass von HLG3 in Rec 709, dass du praktisch keine Unterschiede mehr siehst, ob du es in der HDR-Mediathek bearbeitest oder nicht. Also wenn ich das jetzt mache, passt dieses LUT das Material auf diesen Rec 709 Farbraum an. Ich mache das einmal. So, es wird noch ein Stück blasser, aber genau das wollen wir in dem Fall. Jetzt haben wir unser Standardmaterial. Dieses LUT übrigens findet ihr hier bei Leaming. Müsst einfach mal Leaming LUT googeln und dann findet ihr dieses LUT.
So, jetzt haben wir unser Material genau so, wie wir es haben wollen. Und jetzt brauche ich nur noch eine Sache zu machen. Ich kopiere mir mal eine Vorgabe aus meinen LUTs heraus. Und kopiere die mal hier rein. So, wenn ihr jetzt seht, und das sind nur LUTs, da sind keine, ich habe keine Farbveränderungen, keine Belichtungsveränderungen vorgenommen in den regulären Einstellungen, sondern ich habe einfach nur LUTs hier drauf. Ihr seht das hier, das sind einfach vier verschiedene LUTs. Und sonst nichts. Und das Material sieht so aus. Also es ist super einfach, damit zu arbeiten. Die Ergebnisse sind toll. Man kann viele Lichter zurückholen. Also sind trotzdem viele Informationen in der Datei enthalten. So wie bei S-Log3. Aber sehr viel einfacher zu benutzen. Und für mich war das eine große Hilfe, weil ich ganz lange in HDR gecolorgradet habe, obwohl ich nicht das richtige Equipment hatte. Und so kann man HLG3 verwenden. Aber in einem Standard-Farbraum. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und abonniert den Kanal. Das wäre super. Das würde mir sehr helfen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.